Seid gegrüßt, Freunde der gepflegten Pixelunterhaltung. Heute auch mal so ein geiles Teil, was ich damals als Kind extrem gesuchtet habe, aber nicht wirklich weit gekommen bin. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir mal rein. Die Ladezeiten. Wobei manche Spiele das heutzutage auch wieder hinbekommen. Hatte auch einen richtig, richtig geilen Soundtrack, wie ich finde. Herrlich. So, worum geht's? Ja, wir sind ein Gefangener, der ausbrechen muss. Und am Anfang geht es darum, dass wir unsere Kraft einteilen. Ich glaube, da muss man sich auch tatsächlich wirklich merken, beziehungsweise herausfinden, wie man die tatsächlich am besten einteilt. So, ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig, was ich da am Herz habe. Und das hier, ich weiß bis heute nicht so wirklich, was das bedeuten soll. Wenn ich jetzt 57, das ist auch blöd. Das Herz brauche ich, das ist wichtig. Und wenn ich das komplett wegnehme, ging das auch? Oder hat was mit meiner mentalen Verfassung zu tun, ob ich bei Zeiten sterbe? So, ich probier's mal so. Und los geht's. Und raus. Ja, bei dem Spiel muss man tatsächlich sich wirklich sehr, sehr beeilen. Sonst, ja, geht man hops. So, jetzt muss ich gleich aufpassen, wenn ich draußen stehe. Weg, 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 weg. Ja, und da hat man schon gesehen, da geht ziemlich viel flöten von diesem scheiß Wachroboter. Und was auch wichtig ist, dass der Typ immer schnell zu Fuß ist. Au, das war scheiße. Nein, was soll denn das? Oh, das war echt doof, ehrlich. Oh, ernsthaft. Wegen 2 Punkten. Scheiße, wo musste ich jetzt lang? Ach, alles klar, weil er nicht schnell gelaufen ist. Ah, das ist immer doof. Oh, das war auch so eine große Tür. Nee, falscher Weg. Okay, das war der falsche Weg. Oh, da bin ich wieder raus. Nee, okay. Falsche Richtung. Doch hier lang. Oh, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Verdammt. Oh, shit. Ich hab vergessen, wo es lang geht. Ich glaub's ja echt nicht. Also irgendwas ist hier gerade ein bisschen seltsam. Habe ich jetzt den richtigen Weg gefunden? Ja, das war der richtige Weg. Okay, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Oh, komm mal hin. Jawohl. Und jetzt gibt's zu essen. Erstmal Happa Happa. Aber meine Gesundheit, die ist so dermaßen am Arsch. Da muss ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Gesundheit mitnehmen. Ansonsten wäre das nichts, ne? Stärke könnte man vielleicht noch auf, verdammt, auf 5 Punkte vernachlässigen. Ja, und jetzt geht es nämlich, wie gesagt, darum zu schauen, wie teile ich das beim nächsten Mal am besten ein. Und wenn ich jetzt von diesem komischen Teil da in der Mitte direkt die 5 weglasse. Okay, einmal probiere ich es noch. Ich lasse das hier mal direkt auf 50, das sollte funktionieren. Das mache ich komplett weg hier, die Scheiße, die braucht anscheinend keiner. Hoffe ich mal. Und raus hier. Komm. Ja, und wenn er schnell läuft, dann macht er irgendwie auch schneller die Türen auf, habe ich so das Gefühl.
Aber wer weiß, dieses komische Teil da in der Mitte. Das brauche ich dann vielleicht am Ende. Runter, runter, runter. Verdammt. So, und jetzt natürlich gleich wieder obligatorisch gegen die Tür knallen. Nee, Glück gehabt. Ich glaube, der ist diesmal ein bisschen schneller mit aufmachen. Oh, komm, 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 komm. Das muss noch. So, hier lang, ne? Oder? Nee, falscher Weg. Da lang. Oh, ich werd bescheuert. Ja, da muss man sich immer schön den Weg merken. Ne? So war das früher, ja. Essen, 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 essen. Kraft tanken. Essen. Ich weiß noch gar nicht, wie lang das Spiel ist. Das war doch. Oh, ich kann es nicht essen. Scheiße, ich sollte es vielleicht. Was? Wurde ich jetzt gerade getroffen? Oh, das gibt's doch nicht. Hm, egal. Nochmal probier's nicht. Da kann man sich aber wirklich Stunden damit beschäftigen. Auch ein geiles Spiel. Das hieß Doomsday Blues, glaube ich, in der englischen Version und Eden in der französischen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, einfach mal nach Doomsday Blues gucken, ob es das für euer System gibt. Und dann selber mal zocken. Ist wirklich ein geiles Taktikspiel. Kann ich echt nur empfehlen. Ja. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.